Grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge The Engineer mit mir, dem Fuchsel. So, in der letzten Folge haben wir diese Kartoffelrutsche bauen müssen und so weit bin ich jetzt aktuell gekommen. Also jetzt im Alleingang, das habe ich jetzt so weit gebaut. Und ich habe jetzt vor, dass ich hier die Rutsche hier in zwei Sedimente jetzt aufteile. Also besser gesagt zwei Rutschen. Rutsche 1, das ist die hier, die habe ich jetzt soweit schon mal fertig. Und Rutsche 2 ist jetzt von hier nach darüber. Jetzt werde ich wahrscheinlich bloß ein Problem haben, weil es hier nicht mehr so hoch ist. Das ist jetzt wahrscheinlich ein... Ja... ich weiß nicht, ob das hinhaut. Das ist ein bisschen blöd halt eben am Bau, dass man hier nicht großartig rumschieben kann noch. Aber gut, wir werden sehen, was sie tun kann. Ich hätte noch eine Alternative vielleicht, dass ich vielleicht hier noch so ein paar Bretter hochmache, dass es einfach mal ein bisschen höher liegt, das ganze Ding hier noch. Aber das sehen wir mal. Ich werde trotzdem mal ganz kurz hier noch einen Probelauf lassen. Bis dahin habt ihr kurz Zeit zu liken, zu abonnieren, kommentieren etc. etc. und Zeit vorbei. So. Einfach mal, ich hole den Probelauf. Also den Probelauf, den ich jetzt laufen lassen habe, ist es ziemlich gut durchgekommen. Wackelt zwar ein bisschen, aber die Kartoffeln, die rutschen alle gut durch. Wie man sieht. Also es bleibt nicht stecken. Na gut, das sehen wir erst, wenn alle Kartoffeln durch sind. Hintenrum fällt auch keiner raus. Müssen wir vielleicht auch noch etwas machen. Okay, und wir sind fertig. Und nein, steckt kein einziger. Doch, eine hat sich verfangen. Aber gut, eine ist keine. Es ist ja im Grunde genommen nicht schlimm. Jetzt ist halt die große Frage, wie machen wir jetzt weiter? Unterm Strich von der Steilheit tät's an sich eigentlich passen. Aber wir haben halt wirklich das Problem, dass wir halt hier drüben halt das Problem kriegen. Ich habe ja hier schon eine kleine Kurve eingebaut. Soweit, allein das war schon eine richtig harte Arbeit. Wenn ich mir so gedacht habe, ja okay, vielleicht mache ich einfach hier noch so eine Kurve, einfach direkt rum, dass wir drin sind. Es ist halt einfach eine sehr, sehr langwierige Arbeit. Ich meine, ich habe für diesen Aufbau hier soweit, habe ich jetzt auch wieder eine Stunde gebraucht, im Alleingang. Beziehungsweise für einen kompletten Ding ungefähr 1,5 Stunden bis jetzt. Es ist halt, ja, viel zu tun. So, ich habe jetzt einfach gedacht, ich hole jetzt einfach euch wieder mit rein, dass wir wenigstens den zweiten Aufbau wenigstens gemeinsam planen. Dann werde ich halt auch wieder so, wieder allein ansetzen halt. Und mein erster Plan, den ich haben möchte, ist im Grunde genommen recht einfach. Wir haben hier noch zwei Baumstämme. Und ich dachte mir jetzt, passt mal auf, ich setze mal hier... nein. Ich setze jetzt einfach mal hier so einen Baumstamm, also einen Stein hin und hier einen Stein. Dann tue ich den hier mal drehen, dass er ungefähr passt. Weil wir wollen ja am Ende ja hier rein. Das ist ja im Grunde genommen unser großes, großes Ziel. Was ist das von der Höhe her? Kann ein Ideechen höher. Im Grunde genommen müssen wir es auch gar nicht so weit auseinanderbauen. Theoretisch kann man es sogar noch ein bisschen näher ransetzen. Kleines bisschen näher ran, so ungefähr. So. Okay, das wäre jetzt im Grunde genommen unser Ende hier. Ich habe übrigens festgestellt, man muss... Okay, wir können es auch so machen. Man muss theoretisch von unten nach oben eigentlich bauen. Also so wie ich es anfangs gemacht habe, als ich es von oben nach unten gebaut habe, ist eigentlich falsch, weil... Muss ich schnell irgendwas anderes anwählen, nicht, dass ich irgendwie außersehen was lösche. Wegen den Brettern hier. Weil ich habe es jetzt so gemacht, dass ich es halt von anderen Seite gemacht habe, ist halt immer so eine Kante entstanden, da sind die halt immer wieder gern hängen geblieben. Man muss immer so machen, so rein und dann das nächste halt auf den anderen so überlappt draufnageln. Dass es einfach so halt eine Spur entsteht. Ich meine, hier sieht man es ja auch recht schön an den Wänden hier. Ist ja im Grunde genommen das gleiche Prinzip. Weil die an jeder einzelnen dieser dummen Kanten halt eben hängen bleiben können. So. Zurück zur Wehrarbeit. So, ich setze den hier einfach hier hin, bis er passt. Dann haue ich jetzt einfach mal zwei Nägelchen rein. Zack, zack. So, und mein Ziel ist jetzt eigentlich im Grunde genommen, von hier aus darüber zu kommen. Dafür entferne ich jetzt mal ganz kurz die Linie hier. Und die Linie hier, inklusive den Würfelchen hier. Und setze mal hier eine Konstruktionslinie hin. Und ja, im Ziel halt eben eine Konstruktionslinie. So, und jetzt ziehe ich hier einfach mal ungefähr auf der Höhe hier.
Einmal hier rüber. Das läuft. Wir kommen an der verbotenen Stelle vorbei. Jetzt setze ich hier nochmal ein bisschen höher an. Weil die Konstruktionslinien, die sind gar nicht so scheiße. Aber das ist halt eben das Einzige, was halt beim Bau halt eben hilft. So, wir hätten theoretisch sogar noch ein bisschen weiter rüber gekönnt. Das ist kein Problem. Weil ich möchte jetzt hier einen Baumstamm hier nehmen. Erstmal auf volle Länge hauen. Und den Baumstamm jetzt hier so nach oben scrollen. Ungefähr so. Und jetzt nochmal einen hinten hinsetzen. Einfach nur um ungefähr ein Gefühl für die Neigung zu bekommen, die wir haben. Aber das ist schon zu hoch, so wie es aussieht. Und von der Richtung sind wir auch schon wieder falsch, eigentlich. Also müssen wir praktisch gesehen den hier Maximum Länge leicht nach rüber. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Wir schauen einfach mal. Wie gesagt, das ist aktuell nur das Ziel. Erstmal ungefähr ausloten, was haben wir für Möglichkeiten. Theoretisch kann ich den Baumstamm ja auch lassen, dann brauche ich den nur unten und oben festmachen. Darauf eine Bahn machen, darauf Dinge machen. Aber das sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Wenn ich hier nochmal um eins verlängere. Aber es ist ein bisschen niedrig halt. Außerdem, wie gesagt, haben wir hier halt auch das Problem, dass halt hier einfach die Neigung vielleicht nicht ausreichend ist. Aber wir sind jetzt 4 hochgegangen. Wir sind jetzt 4 hochgegangen. Das heißt, wir müssen mit dem nächsten Stamm 5 hochgehen. Das tun wir jetzt einfach nach und nach einfach ein bisschen ausloten, wie es läuft. So, erstmal gucken wir hier das drauf. Maximum Länge. Ein hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal 6. So, aber ich glaube, 6 war schon wieder zu viel. Das sehen wir gleich. Man muss halt wirklich nach und nach langsam ein bisschen ausloten. Wobei 6 sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, es ist schief genug, sage ich mal, dass das Zeug hier schön runterrollen kann. Höhe hätte auch passen. Ich denke, so können wir es auch machen. Da würde ich jetzt tatsächlich auch auf den Plan halt eben bleiben, dass ich hier den Stamm hier, sage ich mal, mehr oder weniger in einer Bahn halt eben fixiere. Hier drauf halt Bretter halt eben drauf mache. Und im besten Fall halt eben hier noch irgendwie so Seitenwände mache. Ja, so ungefähr halt. So sieht das Endergebnis dann komplett aus. Aber eigentlich müssen wir noch ein bisschen näher ran an der ganzen Sache hier. Da brauche ich mich gar nicht so sehr anstrengen. So, wie viel haben wir gesagt? 6 Stück. Okay, 6 Stück, maximale. So. Erstmal volle Länge. Jetzt wieder von oben drauf gucken. Wobei, theoretisch brauche ich hier unten eigentlich auch nur ein bisschen an der Neigung nur so ändern. Ein bisschen mehr rüber. Eins. Jetzt war zu viel. So. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt sollten wir theoretisch ein bisschen näher rankommen. An die ganze Chose. So. Ja, sieht doch schon mal nach was aus. Guck mal. Da wird doch schon ein Schuh draus. Und ehe wir uns versehen, wird draußen ein Stiefel. Na, schau. Das sieht doch nach was aus. Jetzt kann ich hier theoretisch noch, wenn ich schon mal dabei bin, tun wir es gleich mal so fixieren noch gleich. Die Außendinge hier. Tun wir den gleich mal hoch. Bauen jetzt einfach da mal so ein bisschen weiter. So, das war jetzt im Grunde um die Grundplanung. Jetzt tun wir es noch schnell vernageln. Nagel, Nagel. Und hier auch nochmal ein paar Nägel rein. So, und das wird jetzt im Grunde genommen, das habe ich jetzt hier zwar nicht so gemacht, hier habe ich halt wirklich jeden einzelnen Bock halt eben so gebaut. Aber wie gesagt, hier brauchen wir halt einfach eine gewisse Führung halt. Weil halt einfach, ja, wenn ich jetzt hier so weiterbauen würde, dann würde wahrscheinlich ab hier schon, also ab der Entfernung hier, würde wahrscheinlich das Ganze schon zu tief gehen. Deswegen nehme ich das jetzt hier, wie gesagt, als Führung. Das ist jetzt mein
Plan gewesen. So. Wozu ist soweit in Ordnung? Dann würde ich jetzt einfach mal noch ein paar Minuten so mit euch bauen und dann würde ich einfach den Rest ohne euch machen wieder. Einfach nur, dass ich, weil ich möchte schauen, dass ich in der Folge hier möglichst mit dieser Rutsche wenigstens fertig werde. So. Bevor ich heute damit angefangen habe, hier weiter zu bauen, habe ich nochmal die Leuchtturmplan nochmal durchgeschaut. Also ich muss sagen, mein Baukonzept von den großen war ziemlich zufriedenstellend, aber ich habe nochmal mit den kurzen nochmal, weil ich wollte eigentlich zwei Bauphasen durchtesten, aber die waren jetzt nicht so erfolgreich, sage ich mal. Mein erstes Ziel wäre nämlich gewesen, ich kann es mal kurz erklären, so Probeaufbau. Stellst du mir vor, das wäre jetzt der Turm so in der Reichweite hier. Na, baue jetzt einfach so hier knapp hin. Nummer 1 hier, das wäre der Turm, wo es so hochkommt. Und der Stein hier wäre im Grunde genommen jetzt die Drehfläche hier. Ja gut, kann ich jetzt nicht in die Höhe setzen, ist halt blöd. Aber meine Grundidee, die ich anfangs gehabt habe, war, dass ich halt hier so ein Brett halt hin platziere. Dass das Ding so drauf fällt und dieses Brett hätte ich halt mit Seilen halt da so festgemacht, dass es vielleicht einfach so rumschwingt halt. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen, aber das überträgt sich halt auch aufs Holz und irgendwann haut es halt eben auf das Holz drauf. Und die zweite Möglichkeit, die ich gehabt hätte, wäre halt eben, dass ich hier den Turm halt eben so hoch baue. Hier hinten im Grunde genommen eine kleine Stütze mache, die ein kleines bisschen höher ist, dass der Turm, wenn er, also der Leuchtding hier, wenn er hier drauf fällt, so umkippt und da drin halt dann rumliegt. Und dann die ganze Zeit so recht schön hin und her wobbelt. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich werde es noch nicht ausprobieren, weil es hat, wie gesagt, es ist halt sehr viel Aufwand eigentlich im Grunde genommen hier immer die ganzen Sachen hier zu bauen. Und im Grunde genommen für so einen kleinen, hey, ich probiere es mal aus, schau mal, was passiert, das ist ein bisschen, naja. Okay. Ich meine, ihr könnt ja im Grunde genommen selber das Spiel holen, das ist ja kein Problem. Was kostet es gerade? Ich kann es nochmal ganz kurz gucken. Das Spiel kostet aktuell im Laden, also bei Steam kostet es aktuell, ja, 15 Euro. Das ist also im Grunde genommen unterm Strich für so ein bisschen, hey, ich probiere mal, hey, ich will ein bisschen bauen, so just for fun, so zur Ruhe kommen, etc. Ist es ein gut, ist es im Grunde genommen ein gutes Spiel eigentlich. Und wie gesagt, im Grunde genommen, das, was ich eher beantragen kann, ist halt, also ich kann mich über das Spiel überhaupt nicht beschweren. Es gibt halt, wie gesagt, Sachen, Thema Quality of Life, wo man halt, wo die Entwickler halt noch ein bisschen was nachmachen können. Eben, wie gesagt, halt eben so eine Undo-Funktion zum Beispiel, dass man halt in vorherige Situationen zurückgehen kann. Ich habe mir auch gedacht, es wäre eigentlich auch eine coole Sache, wenn man hier so Bauwerke speichern könnte und diese halt dann eben auch neu laden könnte, theoretisch. Das wäre eigentlich im Grunde auch eine tolle Sache. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt hier jetzt halt, ich meine, ich habe jetzt hier meine ganzen Gebäude jetzt allesamt abreißen müssen. Ich habe ja zum Beispiel auch mit den Gedanken gespielt, dass ich halt am Ende, wenn ich fertig bin, am Ende vielleicht nochmal alle Bauprojekte nochmal zeige, wie schön die funktioniert haben, welche gut funktioniert haben, etc. etc. Aber unterm Strich kann ich das ja jetzt nicht mehr machen, weil ich habe jetzt die ganzen Baudinger ja abgerissen. Was ein bisschen schade ist in der ganzen Sache hier. Wenn es da so eine Speicherfunktion geben würde, ja gut, man könnte auch einfach die Performance halt verbessern, aber ich will jetzt das Spiel nicht dementsprechend kaputt machen. Wie gesagt, halt auch eine Möglichkeit, dass man halt so Gebäudeteile halt eben, weil wenn jetzt hier dieser Stein jetzt zum Beispiel falsch ist, dass man den einfach irgendwie anpacken kann und den einfach ein paar Meter weiter rüber verschieben kann, ist, ich meine, ist ja auch im Grunde genommen kein Problem. Vor allem halt bei so Bauten wie halt eben bei den Leuchtturm mit dem Teil da oben drauf. Im wirklichen Leben ist ja auch so, dass man das, dass man den Grundbau zuerst baut und dann das Teil oben drauf und nicht, dass das Teil oben rumfliegt und man baut erstmal den Grundteil irgendwie drunter. In der Hoffnung, dass es irgendwie drauf landet. Wie gesagt, so einfache Quality of Life Sachen, wenn das noch hinzugefügt wird, dann ist es ein richtig gutes. Dann kann man richtig viel draus machen. Ansonsten wäre es noch irgendwie toll, wenn man noch irgendwie so Tutorial halt so bekommt, weil wie zum Beispiel mit dem einen Level da, wo das Erdbeben-Level mit dem Pendel halt. Ich meine, ich habe ja selber nicht gewusst, dass das so, wie so ein Pendel halt eben funktioniert. Ich habe nur gewusst, dass in irgendwie so Hochhäusern sowas drin ist. Dass in die sowas reingebaut wird. Das wusste ich ja im Grunde genommen. Wie es genau aussah, habe ich aber keine Ahnung. Aber gut, wir müssen ja bedenken, es ist immer noch Early Access. Da kann... Das ist im Grunde genommen ein offenes Blatt, aber es riecht, es stinkt extrem nach Potenzial des Spiels, aber richtig extrem.
Als ob sie es seit Wochen nicht gewaschen hätte, das Spiel. So dermaßen nach Potenzial riecht es. So, jetzt habe ich hier im Grunde noch meine Fundamente für den... für die einzelnen Stützen. Und jetzt muss ich im Grunde genommen nur jeweils so Stützen hochbauen, die halt dann wie möglichst hier gegen die hier drücken. Und ganz zum Schluss werde ich halt einfach so die Bahn so auskleiden, dass die halt eben schön hier alles runterrutscht. Theoretisch könnte ich die Sheets ja schon mal drauf machen, aber naja, gut, was soll's. So. Im Grunde genommen ziehe ich jetzt hier... Ich muss die gar nicht so weit auseinander machen. Je näher ich eigentlich zusammenbaue, desto besser ist es eigentlich Thema Holz. So, ich muss auch dran denken, ich habe nicht so viele Bodenplatten. Ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich bei den... hier drüben jetzt zum Beispiel, bei jedem zweiten einfach die Bodenplatte weggelassen habe. Sondern einfach eher auf die Bretter hier gesetzt habe. Mit Ausnahme von denen hier hinten, wo ich halt aus Versehen die Bodenplatte gelöscht habe. Aber der hält offenbar auch, also würde ich es so übernehmen. Mist, jetzt habe ich die nicht verlängert. Mann. So, jetzt ziehen wir jetzt einfach mal bis zum Maximum hoch. Weil im Grunde genommen, wir brauchen ja sowieso noch Seitenwände für die Wände. Seitenteil für die Wände, dann kann man sogar ein bisschen näher ranschieben eigentlich. Jetzt, wenn ich die markieren könnte und einfach rüberschieben könnte. So, dann schiebe ich den jetzt einfach mal hier so ein bisschen weiter her. Und ganz nach oben. Ja, könnte auch besser gehen. Aber egal. So, dann setzen wir hier den hier jetzt. Ein bisschen reinholen. So, jetzt so lange, bis er orange wird und wieder zurück. Ja, okay, er liegt nicht perfekt auf. Könnte man aber perfekt auflegen. Warte mal. Wir gehen jetzt einfach von der Seite hier ran. Könnte man auch als Führung hernehmen, warum nicht? So. Naja, gut, ist ein bisschen schwierig. Halt von der. Je tiefer das Ding unten ist, desto schwerer wird es dann natürlich auch mit dem Treffen, ist ja klar. So. Jetzt kommen wir den wieder hoch. Das könnte passen. Und auch nicht. Ja, doch, passt noch gerade. Gerade noch so, okay. Dann hauen wir hier wieder ein paar Nägelchen rein. Eins, zwei. Gut, dann brauche ich hier die Stütze hier unten wieder. Wieder nach oben scrollen, dass er halt hier aufliegt. Klack. Na. Ach ja, wenn es immer zu lang ist oder zu kurz. So. Dann hauen wir hier wieder ein paar Nägel rein. Oder hat auch die Möglichkeit, dass man hier so einzelne Bauelemente halt eben ausblenden kann, dass man leichter hinkommt. So. Ja, genau so. Gut. So, dann tue ich die nächsten hier gleich noch machen. Und bei dem tue ich jetzt hier den erstmal mit Bodenplatten dran machen. Ganz so oben, ich schiebe jetzt einfach mal zum Stein ran. Hier auch nochmal. Reicht das vielleicht von der Länge? Ich meine von der Höhe. Kleines Ideechen noch höher. Also im Grunde genommen einen Pfosten. Kann ich einen ganzen Pfosten drauf kloppen. So, jetzt ziehen wir den wieder ein bisschen ein. So. So, dann tun wir hier noch den hier einmal verlängern jeweils. So, dann tun wir den hier kürzen und hoch machen und wieder bis verlängern, bisschen neigen, bisschen zurück, bisschen nach oben, zack. Und dann hier noch einmal das ganze Ding hier, zack. Dann wird wieder genagelt, Nagel, Nagel.
Nagel. Ja. Nagel ungefähr. So, dann tue ich hier mal kurz die Bodenplatten hier entfernen. Dass wir die woanders halt wieder haben. Gut, und dann tue ich hier noch alles so mit Brettern halt wenigstens ein bisschen so annageln. Da bleibt das Zeug nämlich auch stehen. Ist ja klar. Ich könnte auch die Hölsch hier innen noch eins machen. Jeweils, dass sie wenigstens Abstand noch halten. So ungefähr. Habe ich zwar bei den anderen nicht gemacht und es hält trotzdem, aber naja, man geht auf Nummer sicher. Letzten Endes brauche ich auch aktuell noch nicht so viel verstärken, weil wie gesagt, ich würde das erstmal so einen Probelauf machen und wenn es dann irgendwie großartig rumwackelt oder sonstige Sachen halt eben macht, dann würde ich eher darauf eingehen, dass ich sage, ja okay, da muss Bretter hin, da muss verstärkt werden. Weil letzten Endes werde ich dann wahrscheinlich das Problem haben, dass mir irgendwann das Holz ausgeht und dann stehe ich da und schaue blöd. So. Alles das, was passieren kann. So, und das ist jetzt im Grunde um die Grundbahn hier. Und ja, jetzt haben wir. Jetzt würde ich sagen, mache ich hier erstmal so allein weiter und dann hole ich rein, wenn ich hier nochmal hier die eigentliche Rutsche hier noch weiter baue. Also ich werde jetzt hier im Grunde nur den Rahmen erstmal bauen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die Konstruktion des zweiten soweit fertig gebaut. Jetzt möchte ich hier nur noch die Bahn hier machen. Beziehungsweise möchte nicht, muss sie machen, praktisch gesehen. Jetzt bin ich ein bisschen zu eng angekommen, aber das kriegen wir schon hin. So, wichtig ist dafür, dass wir von unten her anfangen. Das ist wichtig, weil, habe ich jetzt schon erklärt, die Bretter übereinander lappen müssen. So, vor allem gehen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen hoch. Bis hier hin. Das Ding mal ein bisschen verbreitern und wir machen es gerade falsch. Wir müssen es nämlich eher so machen. Warte mal, wie müssen wir es denn bauen? Ich müsste hier noch ein bisschen weiter runter, wenn es geht. Müsste ich eigentlich eher so bauen eigentlich. Normalerweise. Ich muss es so bauen. Okay, das mache ich jetzt am besten, indem ich den hier ein kleines bisschen drehe, bis die schön aufliegt. Irgendwo klemmt's. Wo klemmt's denn? Na? Oh, sag ich dazu nur. Das geht besser. Das muss ein kleines bisschen mehr rüber. Okay, ja, von Kante zu Kante. So, also nur noch drehen, bis wir grün sind. Jetzt verbreitern wir noch ein bisschen. Nein. Okay, nochmal verbreitern. Jetzt kann ich noch mit Alt noch ein bisschen runterschieben. So, jetzt ist es drin. Okay, das nageln wir jetzt mal ganz kurz fest. Ganz schnell mit drei Nägeln. Ich glaube, viele Nägel werde ich eh nicht brauchen hierfür zum Halten. Das ist ja im Grunde um die letzte Station. Der letzte Teil der Bahn, praktisch gesehen. Ich bin am überlegen, ob ich hier hinten nicht noch irgendwie, keine Ahnung, noch eine erhöhte Wand hinbaue. Für den Fall, dass die drüber fliegen. Aber ich würde erstmal die Bahn soweit bauen und wenn es dann soweit ist, würde ich es, wenn dann, machen. So, jetzt kann ich im Grunde genommen, suche ich mir hier Mittelpunkt. Wir ziehen im Grunde genommen bis hier hin. Vielleicht noch ein bisschen verbreitern bis... Na. Bist doch doof. Gerade hast du es eben gehabt, so schön. Okay, das geht einigermaßen, würde ich jetzt mal. Vorsichtig würde ich sagen, es geht einigermaßen. Das wird wahrscheinlich der Abstand zu groß sein hierfür. Okay, aber es geht soweit. Ich freue mich schon auf den ersten Testlauf. Da freue ich mich schon am meisten irgendwie drauf. So. Jetzt geht es ein bisschen breiter. Nee, das ist das Maximum. Okay, schade. Aber es geht. 1, 2, 3. Hauen wir hier noch einen Nagel rein, hier noch einen Nagel rein, hier noch einen Nagel rein. Nee, ist vorhanden.
So, jetzt müssen wir ein bisschen weiter rüber gehen, weil jetzt haben wir das Problem hier langsam, dadurch, dass die Konstruktion so weit rüber gegangen ist, ja. Haben wir als Problem, dass ich jetzt niemals die genau vernünftig treffe. Das ist jetzt aktuell ein Problem. Ich könnte aber mal... Warte mal, tun wir den hier nochmal komplett weg. Zumindest bis die beiden hier. Ich mache jetzt einfach mal hier angesetzt. Muss nicht so breit sein, es reicht. Die Breite hier. Gleich spielen nochmal. Na. So, das fixieren wir jetzt einfach nur mit einem Nagel jeweils. Oder drei halt. Einfach nur, dass hier die Strecke hier ein bisschen breiter wird, dass ich das Zeug besser anzeichnen kann. Das wird hier ein bisschen doof an der ganzen Sache hier, aber es ist machbar. So, jetzt wieder verkleinern, bis passt, bis grün wird. Ungefähr jetzt. So. Muss bedenken, später haben wir auch nur noch eine einzige Latte, die das markiert. So. Kleinern. Jetzt. Wird immer enger, die ganze Chose hier. Hab's sogar noch geschafft, den drauf zu kriegen. Beeindruckend. Beeindruckende Ingenieurskunst, was ich hier mache. Behaupte ich zumindest mal. Wenn einer Ingenieur ist, der kann gern schreiben, dass er beeindruckt ist. So, nächster. Im Grunde genommen gleiches Spiel. Das müsste jetzt eigentlich bis zum Ende sogar gehen. Theoretisch fast. So. Ja, ja, okay, jetzt kann man gelten lassen. Wir haben halt nicht mehr viele Bretter. Das ist halt aktuell ein Problem. Wenn ich jetzt irgendwie was korrigieren muss, dann kriegen wir da auch schon wieder Probleme. Was ich allerdings noch machen könnte, ist, ich könnte hier noch einen Beam hinbauen. Einfach just for fun, weil ich es kann. Und dann habe ich hier im Grunde auch eine höhere Auflagefläche. Dann entfernen wir den hier nochmal. Warte mal, muss ich hinten auch nochmal einen hinmachen? Einen Augenblick. Kürzer machen, rüberdrehen, länger machen. Oh, nageln! Na, so. Gut, dann müssen wir... Theoretisch muss ich es hier auch noch machen, dann habe ich es auch geschafft. Okay, mache ich auch noch mal einen hin. Aber dann ist wirklich... dann ist wirklich gut. So. Müssen auch mal fertig werden. Ihr wollt ja auch mal sehen, wie die Kartoffeln hier das Ziel mal erreichen. Und ich auch. So, jetzt. Gut, jetzt kann ich zwar hier nicht mehr großartig viel machen, aber ich kann hier jetzt theoretisch, wenn alles gut geht, bis da hoch. Das Brett setzen. Okay, es war noch nicht ganz 100 Pro, was ich hier machen möchte. Die Bahn ist halt im Grunde genommen jetzt eher streng genommen mehr löchrig als abgedichtet, aber es ist wie gesagt einfach nur zur Verbreiterung gewesen. Weil jetzt kommt nämlich die eigentliche Arbeitsziehe hier nochmal so Bretter hoch. Und zwar diesmal wirklich von hier nach hier. Möglichst breit, möglichst drüber, möglichst breit, möglichst lang. So. Das ist im Grunde genommen unser erstes Brett hier, was hier die Bahn abgeht. Machen wir jetzt einfach mal so gut es geht noch irgendwo rein. Dann brauche ich wieder normal neues Brett. In ungefähr Mitte. Ziehen nochmal neu hoch. Kürzen um 1, verbreitern um 2. Und setzen den hier hin. Und schon nochmal den nächsten Teil der Fläche. Okay. Zeitlich läuft es wieder so raus, dass ich wieder die halbe Stunde schon erreiche gerade.
Aber ich werde trotzdem hier noch wenigstens die Bahn hier so mit euch machen. Die Seitenwände werde ich dann allein machen und dann sehen wir uns dann zum ersten Test, würde ich sagen. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Weil wie gesagt, ich möchte in der heutigen Folge möchte ich diese Bahn hier fertig kriegen. Und wie gesagt, ich habe es ja schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt. Für mich ist es halt hier sehr viel Arbeit hier, das ganze Bauen hier. Bei euch ist ja im Grunde nur eine halbe Stunde. Ihr guckt zu. Und fertig ist das Ding. Aber es gibt halt einen Unterschied, ob man die Sachen selber baut oder eben nicht. Ich weiß nicht, warum man es hier zu hoch platzieren will. Lieber hier hin. Liegt auf. Perfekt. Passt. Okay, hier müsste ich noch die Seiten ein bisschen verlängern. So. Ruhig ein paar mehr Nägel rein. Wir haben ja noch genügend. Nägel sind kein Problem. Bretter sind eher ein Problem. Sheets sind auch eigentlich kein Problem. Die sind auch noch zahlreich vorhanden. Weil mit 107, da kommst du noch weit. Sehr weit. Okay, ich bräuchte theoretisch noch zwei Sheets. Zwei Sheets, das ist einmal... Ja gut, ich brauche die Sheets auch für die Seitenwände, ist auch klar. Moment, geht's ein bisschen breiter? Geht sogar ein bisschen breiter noch. Geht's auch noch breiter? Nein, das ist Maximum. So. Annageln, annageln, annageln. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen tricksen, weil ich hier jetzt hinten ein bisschen schmäler geworden bin. Wobei, eigentlich brauche ich nur den so rüberziehen. Bis hierhin. Das passt eigentlich sogar. Da müssen wir hier nageln, 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 nageln. Nagel, Nagel. So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen was machen. Das Loch ist hier jetzt einfach blöd entstanden gerade. Schauen wir mal, wie gut ich das hinkriege. Nicht besonders gut. Das ist halt eben auch blöd. Ich kann zwar hier mit einem Knopf, kann ich hier das so so passend ansetzen einigermaßen, aber dann ist halt trotzdem irgendwie so hoch irgendwie. Wobei es eigentlich gar nicht so scheiße aussieht. Ich muss nur hinsetzen können. Kann ich dann nochmal verkleinern? Geht auch nicht. Doch, geht. Dann entsteht halt eben so ein Loch hier, aber theoretisch, wenn ich das so mit einem Brett vielleicht überbrücken tue, irgendwie. Ja, aber es wird schon wieder bremsen, das ist halt ein Problem. Das könnte zum Problem werden. Einzige Alternativmöglichkeit, die ich jetzt sehen könnte, ist halt einfach, dass ich das hier verlängere, aber müsste halt die ganze Bahn hier noch komplett hochbauen. Ich könnte allerdings noch hier zum Beispiel jetzt halt einen... Na, verkürzen. Ich baue jetzt einfach hier den hier so hin, verlängere den hier. Drehen Position hin, dass er hier schön aufliegt. Kürzen um eins. So, entferne ich das Stückchen hier nochmal. Hau hier ein Nagel, hier ein Nagel, hier ein Nagel, hier ein Nagel und hier ein Nagel durch. Und jetzt könnte ich theoretisch ein Brett von hier nach hier ziehen. Ich würde das Ganze erstmal ein bisschen schmälern, dann drücke ich Alt, dass es auf die andere Seite rüberschieb. Jetzt wieder breitern, ein bisschen hochziehen. Das ist, weil jetzt so unten aufliegt. Nee, weil ein Brett aufliegt.
Ja, gut, nicht 100% passend. Weil ich könnte hier unten jetzt noch ein Gegenbrett halt eben machen. Oben. War nicht 100%, aber er würde zumindest das ein bisschen abfedern. Ganze Schose hier, wenn ich jetzt nur hier noch ein einfaches Brett reinsetzen würde. Irgendwie. So vielleicht. So vielleicht. Da würde hier schon wieder weniger feststecken. Das wäre dann ungefähr so der Übergang. Muss hier dann einfach auch noch so ein. An den hier jetzt auch noch so einen hinbauen. Dann machen wir den hier hin. Ja, ist ein bisschen schwierig, die Arbeit. Bisschen fuchsig die Sache hier, aber das kriegen wir hin. Bisschen rein, dann müssen wir ein bisschen rüber drehen, bis er grün wird, wieder ein bisschen verlängern, fertig. Mal wieder das Problem hier, dass es hier nicht passt. Ich werde wahrscheinlich nicht drüber hinwegkommen, dass ich hier immer noch ein paar Bretter brauche. Einfach so in der Hoffnung, dass ich es einigermaßen hinkriege. Unterm Strich, die müssen ja nur an einer bestimmten Höhe halt eben. Weil hier unten müssen sie vorbeirutschen können. Hier oben, wenn sie hier gegenknallen, die fallen runter, fahren wieder weiter. Das ist im Grunde genommen alles, was ich machen muss. So, okay. Und auf der Seite, ja gut, da muss ich das Brett hier rüber tun und den hier halt. Und dann kommt hier die Wand hin. Alles in Ordnung soweit. Okay, ich werde jetzt alles hier jetzt soweit fertig machen. Und dann hole ich rein, wenn ich den Lauf dann starte. So, ich habe jetzt alles hier verkleidet soweit. Ich habe jetzt sogar die Grafik ein bisschen runtergedreht, weil dadurch, dass wir so viel Holz verbraucht haben. Ich glaube, es ist besonders schlimm hier wegen dem Wasser. Ich habe jetzt auch die Wasserqualität ein bisschen... Ich glaube, ich drehe die nochmal komplett runter. Einfach nur, dass sie weg ist. Weil ich meine, das Wasser in der Umgebung ist... Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen besser läuft. Auf jeden Fall, wir sind nur auf der Karte hier. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier nochmal durch hier alles. Hier wäre potenziell ein Loch, das könnte man vielleicht noch schnell stopfen. Wo ist das Loch? Das ist hier. Das könnte man stopfen, in den hier. Wie kann man es machen? Brett von da nach da, Brett von da nach da. Brett von da nach da, nein. Aber den jetzt ein bisschen hier so ansetzen. Klein machen. Ja, tät das reichen? Es tät reichen wenigstens, dass das Loch einigermaßen so in der Richtung zu ist, würde ich jetzt mal sagen. Wir könnten allerdings auch noch eins weitergehen, indem wir hier einfach noch ein Brett hinsetzen. Möglichst, dass es hier aufschließt. So, ja, okay, es geht einigermaßen. Hier haben wir nochmal ein dickes Loch. Ach man, das hätte ich besser prüfen können. Okay, aber hier können wir im Grunde genommen... Das hängt jetzt aber eher wegen dem da oben. Nicht optimal, aber es geht. Die Kartoffeln müssen eigentlich dick genug sein eigentlich. Und außerdem haben sie genug Geschwindigkeit, dass sie hier einfach vorbeirasen, schätze ich mal. Anstatt bei dem Loch rauszukommen. So. Hier habe ich schon ein Loch zugemacht soweit. Hier habe ich auch ein Loch zugemacht soweit. Das sieht auch in Ordnung aus. Okay, hier die Kurve machen wir ein bisschen Sorgen. Ich habe jetzt hier extra das hier jetzt nicht so rechteckig gemacht, sondern halt einfach hier sowas so sehr abprallen hier. Ich habe sie oben schon mit Brettern verstärkt. Für den Fall. So, und bei dem Teil wissen wir, dass es klappt. So, jetzt könnte ich im Grunde nur einmal auf Bild drücken. Dann einmal auf Skip und dann hoffen wir, dass alles klappt. Also bis hierhin müssten sie auf jeden Fall kommen. Da kommen schon die ersten. Ja, und bleiben auch schon die ersten stecken. Die Kurve ist nicht ganz optimal. Aber die ersten Kartoffeln kommen unten an. Das Problem ist, das war schon, weil die alle stecken bleiben. Okay, 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 okay. Ja, und schon kracht's und dann macht's Boom, weil plötzlich die Kartoffeln zu schwer werden. So, wie kann man hier mit der Kurve hier ein bisschen besser hacken? Ich glaube, es ist einfach nur hier das hier, einfach nur. Das könnten wir regeln, indem wir hier zum Beispiel
Wie könnte man das regeln? Wenn ich jetzt eigentlich hier so ein Hamsterrad hinmache, weiß ich nicht, vielleicht schaffen es ja die Hamster, die einfach so frei zu drehen. Die Idee ist so doof, dass ich sagen würde, es klar, könnte klappen. Vielleicht klappt es ja, dass sie die einfach so frei drehen. Warum nicht? Probieren. Ich hoffe nur, dass sie nicht blockiert werden. Los, Hamster, dreh! Okay, Dreher läuft. Jetzt tut er eigentlich mehr stopfen als vorher. Okay, nee, die Idee war gut, die Umsetzung war... Okay, ich muss hier nochmal ein bisschen umrechnen, wie ich es am besten mache. So, ich habe die Kurve jetzt ein bisschen, ich sag mal kurviger gemacht. Und vor allem habe ich das Ding ja auch ein bisschen nach hinten geneigt, dass die Dinger, wenn möglichst, hier gegenprallen. Vielleicht sogar, wahrscheinlich muss ich sogar noch weiter hintermachen. Okay, ich tue es hier nur noch einmal ganz kurz hier mit denen hier einmal stabilisieren. Hier noch einmal stabilisieren, weil ich der ganzen Konstruktion nicht traue. So, und dann würde ich sagen, nächster Durchlauf. Schauen wir mal. Oh, das ganze Ding bewegt sich schon. Ja, das Problem ist, dass sie wieder halt stopfen. Das ist halt eben der Nachteil, die ganze Bahn hier ist halt nicht so steil wie die anderen. Ich überlege gerade, wie man das regeln könnte. Ja, nee, es bringt halt eben nichts, wenn die hier stecken bleiben. Muss, glaube ich, noch weiter nach hinten geneigt werden. Och Mann, ey. Funktioniert doch einfach, bitte. So, warte mal ganz kurz. Wie können wir das hinlegen? Ich überlege gerade, ob ich irgendwie einen Reifen oder sowas bauen könnte. Die Frage ist, wofür? Seile brauche ich auch nicht. Der Rotor vielleicht. Aber gut, dann hauen die Gegend dann nicht. Stein, Nägel. Ich weiß ja nicht mal, ob so ein Nagel vielleicht auch blockiert. Das ist auch eine gute Frage eigentlich. Okay, ich werde das Ding jetzt nochmal umbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe es jetzt noch ein bisschen kurviger gebaut. Und das hier ein bisschen weiter nach hinten geneigt. Aber langsam gehen mir echt die Optionen aus. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Schwung, den sie von da oben herunterkriegen, dass der eigentlich ausreichen würde, um hier schön die Kurve halt eben zu kriegen. Aber okay, die waren jetzt gut. Aber die hier stecken jetzt schon wieder. Und sobald es halt eben zu viel an einen Fleck werden, funktioniert es halt eben nicht mehr. Das Gewicht nimmt halt jetzt immer weiter zu. Das ist halt eben das Problem hier gerade. Ich überlege gerade, wie ich es am besten machen kann. Ist gerade fraglich. Naja gut, ich werde mal nochmal ein bisschen überlegen. Scheiße, die Folge geht schon zu lang. Ja, ich überlege mal kurz nochmal was. So, nächster Versuch. Diesmal habe ich eine 45 Grad Winkel so gesehen eingebaut und ich habe hier noch ein paar Latten so getan, die so ein bisschen nach unten gehen. Vielleicht ist das das Rätsels Lösung, vielleicht. Alternativ werde ich jetzt halt wahrscheinlich das Brett hier nochmal ein bisschen höher setzen und die weiter nach oben versetzen. Nein, es bleibt doch nicht stecken, Mann! Okay, bleiben wir immer an der Stelle hier stecken. Okay, ist immer blöd, weil sobald eine stecken bleibt, gibt es sofort Probleme. Okay, zurück zum Teil der Zeichentisch. Nächster Punkt, diesmal habe ich hier die Ecke hier ein bisschen zugemacht. Schauen wir mal, ob das diesmal besser klappt. Ansonsten werde ich jetzt halt so nochmal ein bisschen selber rumprobieren und euch dann halt nur noch das Endergebnis zeigen. John... Nein, nicht stecken bleiben, aber es rutschen. Die sind halt einfach zu langsam. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie ich das unterbinden kann, dass die hier... Ja, ich weiß, es nicht geht. Okay. Wie könnte ich das anstellen? Okay, ich werde hier mal ein bisschen überlegen noch. Vielleicht muss ich einfach den hier ein bisschen flachen noch. Okay, ich werde mal überlegen und dann werde ich euch wieder reinholen, wenn es soweit ist. Okay, ich habe es jetzt soweit gebaut. Allerdings meine bisherigen Testverläufe waren eher negativ. Und ich bin aber überlegen, ob ich es nicht doch gut sein lasse, weil
Das große Problem ist halt einfach, ich müsste hier sämtliche Sachen hier umbauen. Allein wegen einem einzigen Brett müsste ich hier wahrscheinlich schon die komplette Ding hier abreißen. Und ja, jetzt bleibt hier wieder alles stecken. Das ist halt eben das Problem in der ganzen Sache. Es kommen, also im besten Fall habe ich jetzt 66 Kartoffeln geschafft, die unten angekommen sind. Aber es reicht halt eben nicht mal für ein D-. Jetzt bleiben sie hier wieder stecken. Es funktioniert halt einfach nichts. Und es frustriert mich halt gerade ein bisschen mehr. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es wird doch Zeit. So viel wie das Spiel es auch Spaß macht, aber das ist ein bisschen scheiße. Ich glaube, bei diesem Level werde ich tatsächlich das Handtuch werfen. Das Handtuch werfen, wenn es... ich probiere jetzt diesen einen Versuch hier noch. Jetzt habe ich das ein bisschen abgeflacht nochmal. Aber ansonsten ist das Level hier aktuell mein Endgegner. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich nehme jetzt derzeit... 3 Stunden nehme ich hier auf. Für diese eine Folge hier. Und naja, das ist mein Ergebnis jetzt. Ich habe hier sogar an der Seite so Windräder dran gemacht, in der Hoffnung vielleicht, dass es vielleicht ein bisschen schüttelt oder so, aber ja, es bringt halt eben nichts. Man sieht es ja, es bringt ja nichts. Ich hätte von Anfang an, hätte ich es anders da bauen müssen, aber ja. Da kannst du nichts machen. Jetzt komme ich auf 32. Wie gesagt, mein bester Ding, der war 6... kam ich auf 66 insgesamt. Ja, das bringt nichts. Wenn sie unten auf sie gut aus soweit machen, aber es bringt halt eben nichts. Es müssen halt mindestens 200 Kartoffeln ankommen und da fehlen halt eben noch 168. Also ja, ich bin jetzt richtig gefrustet halt. Wie gesagt, seit ich das letzte Mal pausiert habe, bis jetzt sind 3 Stunden vergangen. Wo ich hier die ganze Zeit nur versucht habe, diese Dreckskurve dahin zu kriegen. Wo ich geschaut habe, dass ich es irgendwie hinkriege, dass die Kartoffeln alle unten ankommen. Es bringt nichts. Ich werde die Mission hier abbrechen. Ich werde die Mission ja abbrechen. Tut mir wirklich leid, aber ich krieg's nicht hin. Das Level hat mich geschlagen. Ich werde schauen, dass ich die anderen Level halt, aber wenn die halt genauso lang brauchen. Impact Loading, also ja, ich werde es vielleicht in der Freizeit nochmal anschauen, aber hier in das Let's Play passt es leider nicht mehr rein. Vor allem muss ja mit dem Projekt auch irgendwann mal fertig werden. Eigentlich im Laufe der Zeit jetzt nichts gegen das Projekt. Wie gesagt, das Spiel ist so dementsprechend cool. Aber ich muss halt auch irgendwann mit dem Projekt halt auch mal fertig werden, damit ich auch andere Sachen mal aufnehmen kann. Und es kann nicht sein, dass ich jetzt halt... Es ist einfach so dieser Moment halt eben erreicht, wo ich halt eben nicht einsehe, dass ich mehrere Stunden lang für eine halbe Stunde Folge lang sitze. Ich hoffe, ihr versteht es denn, die ganze Sache hier. Vielleicht werde ich es nochmal irgendwann machen. Die Taschenlampe ist übrigens an und ich weiß auch nicht, warum nicht mal die Taschenlampe an ist. Ja. Vielleicht werde ich es irgendwann mal nochmal privat so nochmal machen, aber ich würde es jetzt hier einfach die Kartoffelrutsche wenigstens stehen lassen. Dann machen wir in der nächsten Folge einfach mit Impact Loading weiter. Hier muss ich jetzt wirklich extra das Handtuch werfen. Tut mir wirklich leid. Ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit, aber es ist halt wirklich scheiße. Ich finde es ja selber mies. Okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich habe wenigstens auch noch ein Like, ein Abo, einen Kommentar verdient. Wie gesagt, ich muss auch noch sagen, bin hier gestern schon 2 Stunden dran gesessen. Also da saß ich jetzt ungefähr 6 Stunden an dieser dummen Rutsche da rum. Also hochgerechnet jetzt. Und das ist mal mein Ergebnis jetzt. Naja, gut. Dann wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag und ja, dann bis zur nächsten Folge, wo wir uns dann Impact Loading ansehen. Also, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.